Hallo, heute mal ein kurzes Video aufgrund aktueller Anfragen. Ich werde immer wieder gefragt, wie nimmst du eigentlich deine Videos auf? Ich habe diverse Videos schon mal gemacht, diverse Versuche, das darzustellen. Aber das Problem ist, während ich das Video aufzeige, zu zeigen, wie ich das Video aufzeichne, ist ein bisschen schwierig. Und deshalb habe ich das heute mal anders gemacht. Und zwar Rekord im Desktop nutze ich, und zwar im Terminal. Nur wenn ich es gestartet habe, kann ich es nicht mehr zeigen, wie ich das gemacht habe. Also bin ich auf die pfiffige Idee gekommen, mal auf einem anderen Rechner das zu machen und den Inhalt dieses Rechners hier anzuzeigen auf meinem Rechner, wo ich aufzeichne. Klingt kompliziert, ist es gar nicht. Ne? Ich zeige euch den Desktop meines anderen Rechners, der im Moment läuft, ja, mit Vinagre. Habe schon mal Videos gemacht, verbinde. Auf Vinagre, ne? Das ist jetzt mein anderer Rechner, den ich habe. Und was ich hier mache mit dem Mauszeiger, passiert in echt auf dem anderen Rechner. Gut, ich habe nämlich, damit ich ein Video aufzeichnen kann, immer den gleichen Spruch. Den habe ich mir mal abgelegt in Dokumente. Einfach nur den Spruch, den ich immer in Rekord My Desktop benutze. Zeige ich gleich nochmal in größer. Den kopiere ich mir dann. Ihr seht jetzt, wie ich es auf dem echten PC mache. Kann ich jetzt hier zeigen, weil das nicht der PC ist, von dem ich aufzeichne, sondern ein anderer, den ich fernsteuere. Dann mache ich ein Terminal auf. Ja, hier sind wir auf meinem Core i7, rechte Maustaste. Einfügen den Spruch. Was der bedeutet, zeigen wir gleich noch an. Dann drücke ich Enter. Und dann beginnt das, was ihr am Anfang des Videos gesehen habt, nämlich die Videoaufzeichnung. Bin ich mit dem Aufzeichnen fertig, ne? Jetzt sagt jetzt Capturing, passiert Folgendes, der hier festgelegte Ordner, da wird ein Video im Format OGV abgelegt, sobald ich fertig bin. Ich drücke STRG und C in diesem Terminal und man sieht dann Output File. Ja, er macht jetzt, das Rendern dauert, ne? Da darf man jetzt nicht unterbrechen. Es gibt natürlich auch eine grafische Möglichkeit, das zu machen, nutze ich aber nicht gerne. Ich habe festgestellt, vom Terminal aus geht's sehr viel stabiler, gegebenenfalls in X-Term. Das mache ich schon seit einigen Jahren so und funktioniert prima, da das Terminal ja auch in jeder Linux-Distro zur Verfügung steht, na, dann ist es egal, ob ich Record It Now benutze, na, was nichts anderes ist als eine grafische Umgebung für Record My Desktop unter KDE oder GTK-Record My Desktop. Das wäre eine grafische Umgebung für Record My Desktop unter, ja, GNOME, Ubuntu und so weiter. Ich mache es im Terminal, geht dann immer gut. Clear. Das Video ist aufgezeichnet, liegt jetzt es in dem Ordner Videos, CD. Muss man natürlich im Pfad dann auch richtig angeben. Videos. Und LS. Da liegt jetzt die OGV-Datei. Die haben wir jetzt da drin. Da ist das Video drin. Könnte ich mir jetzt angucken. Machen wir jetzt mal ohne Terminal, damit ihr es seht. Orte. Persönliche Ordner. Da hatte ich auch schon mal was aufgezeichnet. Oder im Ordner Videos. Hatte ich es dann abgelegt. So, je nachdem, welchen Pfad ich verwende. Hier hatte ich, glaube ich, auf dem System den direkten Pfad zum obersten Ordner. Und jetzt sieht man, was ich aufgezeichnet habe, ne? Kann ich mir dann anschauen, ne? Sehe ich hier, das ist der Medienplayer dann entsprechend, kann ich mir anschauen, ob das Video funktioniert hat. Natürlich muss ich Anfang und Ende noch entsprechend nachbearbeiten und es soll eine MP4-Datei werden und so weiter, habe ich entsprechend schon mal gezeigt. Gut, habe ich das Video dann im OGV-Format vorliegen, kann ich dann zum Beispiel PDV, die Videobearbeitung, benutzen, um das zusammenzuschneiden. Aber ich hole mir meistens erstmal mit Cadian Live aus diesem Track, aus dem Video, den Audio-Track raus. Ne? Zum Beispiel Cadian Live starten. Da könnte ich jetzt auch auf meinem echten Rechner hier machen. Ich muss mal so. Cadian Live. So, da habe ich ja meinen Ordner, persönlichen Ordner, wo das OGV-Video ist. Zieh mir das rüber in Cadian Live, da hole ich mir mit Cadian Live den Audio-Track raus. Gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Ich mache das seit Jahren so, funktioniert prima. Zieh das hier rüber, leg das da ab, schieb's rüber bis zum Anfang, Blende aus, nix Video, Rechtsklick, Audio teilen,
Es gibt, wie gesagt, auch andere Möglichkeiten, aber ich mache es halt seit Jahren. Jo, es funktioniert prima, rendern. Jetzt hole ich mir nur Audio raus als Wave, rende in Datei und dann habe ich eine unbenannte Wave-Datei. Die bearbeite ich erstmal nach, ne, meine Schniefer, Schnaufer rausmachen, Versprecher rausmachen, mache ich jedes Mal. Dauert eine Zeit lang. Habe ich dann im Ordner KDN Live eine unbenannte Wave, was der Audio-Track ist von meinem Video. Ne. Gut, dazu benutze ich dann das Programm Audacity-Anwendungen. Meine Favoriten Audacity, um den Audio-Track nachzubearbeiten. Um zum Beispiel Schniefer, Schnaufer und so weiter rauszumachen. Öffnen, Datei, öffnen. Dann entsprechend habe ich unter KDN Live die umbenannte Wave-Datei öffne ich. Okay. Und da ich jetzt natürlich keinen Ton aufgenommen habe, würde ich jetzt hier die Wellenform sehen. Würde das nachbearbeiten, habe ich schon mal gezeigt in diversen Videos. Nachdem das fertig ist, Datei, ne, Nachbearbeitung ist fertig, Schniefer, Schnaufer raus, exportieren. Als zum Beispiel auch wieder Wave oder wie auch immer heißt dann umbenannt WAV. Aber im obersten Ordner meines Rechners habe also eine neue Wave-Datei, die jetzt keine Schniefer und Schnaufer mehr sind. Änderungen wollen wir natürlich speichern, okay. Müssen wir machen, damit uns das nicht verloren geht, falls wir es doch nochmal ändern wollen. Dann benutze ich die Anwendung PDV, Favoriten PDV Videobearbeitung, um das Ganze zu bearbeiten. Dann habe ich Projekte durchsuchen. Ich habe so eine Basis PDV Datei mir schon mal erstellt mit dem Standardeinstellung, die ich so ständig benutze, habe ich auch unter Dokumente, ne? Genauso wie ich Record und Desktop habe. Und dann kann ich Dateien importieren, die bereits bearbeitete umbenannte Wave Datei und das Original Video, habe ich beides da. Dann habe ich das Original Video, die OGV-Datei. Da muss der Schniefer- und Schnaufer-Track hier entfernt werden mit Audio-Teilen. Draufklicken, entfernen. So, der alte Audio-Track ist weg, der neue nachbearbeitete umbenannte Wave-Datei ist drin. Und dann kann ich hier vorne noch das Video mir angucken, ne? Was kann ich hier noch wegschneiden? Meistens fange ich dann halt mit Hallihallo an. Ich suche also das Hallihallo im Video, höre mir das zwischendurch mal an, schieb beides so weit rüber, wie es geht. So, jetzt fängt das Video mit Hallihallo an. Am Ende kommt man oftmals schlecht ran, um das Ende nachzubearbeiten. Meistens hänge ich dann einfach nochmal den Track an, damit ich mich da besser ranzoomen kann. Ranzoomen, genau das Ende nochmal gucken, ne? Damit man genau das richtige Ende erwischt. Normalerweise Audio und Video hört ja gleich auf. Kann ich hinten auch noch ein bisschen was einkürzen, dass das Ende, wo ich dann zum Beispiel Rekord mein Desktop abbreche, nicht zu sehen ist. So, den zweiten umbenannt Wave nehme ich raus. Das war nur dazu da, damit ich ans Ende komme. So, und apropos ans Ende kommen, es wird mal Zeit, erstellen des Videos. Meistens nehme ich mittlerweile das WebM-Format. Heißt dann neues Projekt WebM Video, nehme ich dann 15 Frames per Second, weil das auch bei Record My Desktop so war. Da wollen wir nochmal den persönlichen Ordner gucken. Hier, das war unser Spruch, ne? War dann mit Frames per Second 15 aufgenommen. Das wäre dann der Speicherordner, entweder direkt in Videos oder in den obersten Ordner. Und Weite und Höhe, ne? Anzahl der Punkte, Aufzeichnungsrahmen. Anzahl der Kanäle und Frequenz und die Quality am höchsten eingestellt. No Frame heißt, ich will keinen Rahmen drumherum sehen. Während ich mein Video aufnehme, ne, sieht man in den grafischen Umgebungen GTK, Record My Desktop und Record It Now. Oder falls man einen Bildausschnitt gewählt hätte, der nicht Vollbild war. Ich nehme immer Vollbild und das Directory, der Arbeitsordner ist Temp. Gut, haben wir das? Also 15 Frames per Second. Erweitert gehe ich dann noch auf der Quality höher, ne? Dass die Qualität nicht 5 ist, sondern 9, das ist schöner. Und Anzahl der Threads, je nachdem wie viele Prozessoren man hat, ne? Kann man höher, tiefer. Ne? Ich nehme dann meistens so 10. Hier auf meinem Core i7, der hat
mehr Prozessoren, habe ich weniger Prozessoren, also der hat 12 Threads, 6 Prozessoren, deshalb nehme ich den ganz gerne. 10, man kann es auch höher setzen. Das könnt ihr ausprobieren, wie viel Threads ihr nehmen wollt. Gut, da haben wir schon mal die Videoqualität nochmal eingestellt, Audioqualität kann man dann so lassen. Und dann sage ich erstellen, wird gerendert, Schätzung, ne? Kann man nochmal gucken, Hilfsprogramme und Systemüberwachung, ne, was er gerade so schafft, ne, wie sehr ausgelastet ist, ne, das stört jetzt mein Video, das ich hier gerade aufnehme, nicht, weil ich mache das ja auf dem anderen Rechner, ne, ich betrachte dafür entfernte Bildschirme. Deshalb kann ich das hier im Video jetzt schön zeigen, ne. Natürlich ist ein normales Video sehr viel länger, das dauert dann manchmal 10 Minuten oder wie auch immer. Ich habe dann das fertig, ne, und wenn ich das Projekt speichern will, speichern unter einem anderen Namen als meine Originaldatei, damit ich mir mein Original in den Dokumenten nicht kaputt schreibe, kann ich PDW schließen, Orte, persönliche Ordner und habe dann eine WebM-Datei, die nachbearbeitet ist, Audio-Track nachbearbeitet. Im richtigen Format, hoffentlich, damit YouTube das gebrauchen kann. Gut, wie gesagt, ich mache es jetzt hier in der Praxis mittlerweile so, da dieser Rechner, auf dem ich rendere, mehr Prozessoren hat, aber nicht da steht, wo ich schön Fernsehen schauen kann, nehme ich mittlerweile Winage, Betrachter für entfernte Bildschirme, um das dann fernzusteuern. Dann kann ich schön hier an meinem Lenovo sitzen, unter Linux Mint, der schön stabil läuft, während der andere sich den Wolf rendert. Dafür ist er ja gut. Der kann sich schön den Wolf rendern. Und ich kann hier am normalen Rechner weiterarbeiten oder YouTube-Kommentare. Winage kennt ihr, habe ich schon mal Video dazu gemacht. Betrachter für entfernte Bildschirme. Winage Hilfe. Hilfe. Info. Winage. Ne? Ich kann also den anderen Rechner mir anschauen. Während der echte Rechner, den ich hier gerade benutze, ne, den ihr da mit Linux Mint seht, gar nicht belastet wird. Ne? Wie schaffe ich was hin und her? Also ich kann da verbinden gehen, sage mein Server, der mit den 12 Prozessoren, also beziehungsweise 12 Threads, hat die IP in meinem lokalen Netzwerk, den habe ich so eingestellt, Auto-Login, und dass ich mich per Passwort dort einloggen kann. Oder ich habe sowieso schon eingegeben das Passwort, ne, und kann den dann fernsteuern. Also was ich hier mache auf dem Ding mit den Füßen, passiert dann also wirklich auf dem Rechner, der hier gar nicht so weit entfernt steht. So, was mache ich irgendwann? Orte, ne? Ich will ja was hin und her schaffen. Ich will ja auch mal eine Datei hin und her kopieren. Auf diesem Server, ne, den ich fernsteuern will, habe ich installiert Anwendungen. Ne? Habe ich installiert mit sudo apt-get install openssh-server. Nachdem man das installiert hat, kann man den fernsteuern per SSH, um sich zum Beispiel eine Datei zu besorgen. Ne? Zum Beispiel ein neues Projekt. WebM nehmen wir dann mal um den Test. Diese Test-WebM möchte ich meinetwegen jetzt hier bei mir auf dem echten Rechner sehen, auf dem Desktop, weil ich die jetzt vielleicht auf YouTube hochladen will. Auch dafür habe ich mir dann schon mal kleine Textdateien einfach gemacht, ne, habe ich einfach gesagt, etwas hierher kopieren, damit ich nicht jedes Mal wieder überlegen muss, wie ist der Spruch, ne, der ist dann manchmal ein bisschen lang. Habe ich mir einfach so eine Textdatei angelegt, kann jetzt von meinem Linux Mint Rechner, also den ich gerade benutze, dieses Video aufzuzeichnen, von meinem entfernten Server das rüber kopieren, einfügen, ne? Sagen wir mal, was haben wir denn, Arbeitsfläche, ne? Kopieren wir das einfach mal rüber. Normalerweise müsste ich dann den Dateinamen angeben. Mit Stern.webm würde ich mir alle holen. Dann Test.webm. Kopiere das rüber. Jetzt muss ich das Passwort eingeben, da ich per SSH mich erstmal einloggen muss. Und Test.webm ist auf meinem Rechner, obwohl ich damit gar nicht arbeite. Gut. Also ich habe ja den hier ferngesteuert, habe dort die Datei angelegt. Per SSH hole ich mir die Datei rüber. Könnte die jetzt auf YouTube hochladen oder umgedreht mein Video, was ich jetzt im Moment aufzeichne, die OGV-Datei rüberschieben auf den entfernten Rechner, dort wie beschrieben, wie ihr gerade gesehen habt, rendern und bearbeiten.
Gut, Audio bearbeiten entfernt ist ein bisschen schlecht, deshalb mache ich Audacity hier auf dem echten Rechner, kann ich schön beim Fernsehen gucken machen. Und schiebe dann die bereits bearbeitete, umbenannte Wave auch rüber und lasse den dann nur noch mit PDV rendern. So mache ich das im Moment. Ne? Wie gesagt, ist ganz praktisch, wenn man einen Rechner hat, der ein bisschen weiter weg steht und ein bisschen Power hat. Der stört dann nicht, dann kann ich den fernsteuern. Gut, hat hier in dem Video den Zweck gehabt. Ihr könnt sehen, wie ich es aufgezeichnet habe mit Record My Desktop. Ne? Das hätte jetzt nichts genützt, euch diesen kleinen Frame hier zu zeigen, also den kleinen Terminal-Ausdruck, weil ich ja gerade eben dieses Video genauso aufnehme, wie ihr es gerade gesehen habt. Ich hoffe, ihr habt geholfen zu haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, aber ihr dürftet ungefähr eine Vorstellung davon gehabt haben. Ich das mache, den Spruch versuche ich euch mal anzuhängen. Wenn die YouTube-Infodatei mir das nicht wieder irgendwie verschusselt und in Pfade umrechnet, die YouTube nicht mag. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss. Jetzt drücke ich STRG C und es entsteht eine OGV-Datei. Und endlich kann ich nachbearbeiten und tschüss.